Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 21. April 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Hier sehen wir das Horoskop vom Vollmond von morgen Freitag früh 7:24 Uhr, bei dem sich die Sonne im Stier und der Mond im Skorpion im dritten Grad ihrer Zeichen gegenüberstehen und den Höhepunkt des Sonne-Mond-Zyklus markieren, wo eine gewisse Grundspannung zu sehen ist. Wir sind zurzeit in einer Phase, in der Mars, Jupiter und Saturn rückläufig sind, wo bestimmte Entwicklungen nicht so voranschreiten, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, wo es Verzögerungen gibt, Hindernisse, man hakt bei bestimmten Dingen fest, kommt nicht weiter, auch und gerade in Beziehungen. Und jetzt dieser Vollmond beleuchtet sozusagen dieses Szenario, indem er uns im Grunde auch darauf hinweist, inwieweit wir an den Dingen festhalten oder müssen oder loslassen können. Nicht? Es geht im Grunde ja beim Vollmond im Skorpion auch immer auch ums Thema Sicherheit. Und damit ist auch die Frage von Geld und Materiellem angesprochen. Wie viel Geld brauchen wir? Sozusagen ist unser Leben danach ausgerichtet, immer noch mehr Geld und Reichtum zu erwerben. Und in gewisser Weise muss uns ja bewusst sein, dass der Reichtum, den wir erwerben, immer auch auf der Armut anderer aufgebaut ist. Und ob es überhaupt sinnvoll ist, mehr zu besitzen, als man eigentlich zum Leben benötigt. Hier sind dringend neue Denk- und Erkenntnismodelle nötig, die sozusagen für alle Menschen auf der Erde ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und nicht manchen im absoluten Reichtum und viele in Armut hinterlassen. Das ist so die Frage. Es ist auch die Frage, ob ich sozusagen, ob wir mit der Sonne im Stier unsere Bemühungen mehr in die Außenwelt, in die Gestaltung und die Konturen und die Materialisation der Außenwelt richten oder mit dem Mond Skorpion mehr in die Innenwelt, wo wir den größeren Impuls sehen, wo unsere Energie hauptsächlich hingeht. Suche ich tatsächlich Erfolg in der Außenwelt, Bestätigung? Oder geht es mir im Grunde nur darum, in Anführungszeichen nur ein besseres Gefühl zu haben? Zu diesem Vollmond kommt hier die Konjunktion von Venus und Uranus. Venus macht ja auch einen interessanten Weg. Wenn wir jetzt kurz mal auf das Horoskop von jetzt schauen, sehen wir die Venus hier, die vor kurzem im Quadrat zu Pluto stand und jetzt hier in die Konjunktion zum Uranus läuft, den sie dann irgendwie morgen Abend, also Freitagabend um 23 Uhr erreichen wird. Und nach der tiefen möglichen Auseinandersetzung mit Pluto geht es jetzt mit Uranus um Freiheit, um Freiraum. Das bedeutet, uns kann in Beziehungen, aber auch in Arbeitsverhältnissen unsere starke Abhängigkeit bewusst werden und auch worin diese Abhängigkeit besteht, gleichermaßen verbunden mit dem Wunsch nach mehr Freiraum, nach Befreiung, nach Individualität, danach, dass wir etwas Besonderes sein wollen. Aber um das zu tun, brauchen wir wiederum materielle Mittel, glauben wir. Und hier ist wieder die Abhängigkeit eben von dem Geld und der Materie gegeben. Andererseits, irgendwie wissen wir ganz genau, dass hier mit Mars Quadrat Neptun, dass der Weg zur Erkenntnis in unserem Inneren liegt, dass wir im Grunde den Schalter im Inneren umlegen müssen. Wenn wir sozusagen aus dem Inneren heraus glücklich sind, brauchen wir oftmals in der Außenwelt gar nicht so viel. Sind wir im Inneren aber unausgefüllt und leer, dann versuchen wir als Kompensation in der Außenwelt sozusagen diese Leere zu füllen, was natürlich niemals gelingen kann. Heute am Donnerstag wird logischerweise die Spannung ansteigen, weil es ja auf den Vollmond zugeht. Sozusagen der Bogen wird immer mehr gespannt. Heute ist der Mond noch in der Waage. Wir beschäftigen uns also viel mit anderen, suchen einen Ausgleich, suchen eine Harmonie zwischen den uns begegnenden Gegensätzen. Der Mond wird in der Nacht zum Freitag um 2:17 Uhr in den Skorpion wechseln.
dann also sehr viel emotionaler sein und uns sozusagen in die Tiefe bringen. Gleichermaßen drückt die Venus immer mehr an den Uranus heran. Also es ist sowohl der Wunsch, da einerseits sich tiefer einzulassen und andererseits aber auch immer wieder herauszuspringen, wird sehr interessant sein zu beobachten, wie sich das im Einzelfall zeigt. Mond im Skorpion haben wir dann noch bis zum Sonntagnachmittag, dann geht es in den Schützen. Aber wie es am Wochenende ausschaut, das erzähle ich wie immer morgen am Freitag mit den Aussichten zum Wochenende. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und einen interessanten Vollmond. Bis dann, alles Liebe und Tschüss.